Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und einer neuen Challenge. Ich lese, was ihr schreibt und ich höre euch. Leute, ich habe ja nun wirklich schon genug Videos zum Thema Hula Hoop gemacht und eigentlich dachte ich, das Thema ist jetzt langsam vom Tisch, aber ich habe eine Sache immer und immer wieder gelesen. Ich schaffe es einfach nicht. Ich muss auch sagen, ich habe ja dieses eine Video gemacht, in dem ich erkläre, wie es denn funktioniert und so ein paar Tipps mit auf den Weg gebe. Und da die Mehrheit aller Kommentare sagt, danke für diese Tipps, jetzt klappt es endlich. Aber es gibt leider wirklich echt noch ganz, ganz viele Menschen, die das einfach, bei denen das einfach nicht funktioniert. Woran es liegt, man weiß es nicht und ich will es auch gar nicht wissen, ist auch völlig egal, denn es gibt ja eine Lösung und die teste ich für euch. Denn es gibt ganz, 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 ganz viele, die geschrieben haben, teste doch bitte, bitte mal einen Smart Hoop. Und ich dachte, als ich das erste Mal gelesen habe, ein Smart Hoop, Entschuldigung, ein Smart Hoop, was ist ein Smart Hoop? Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, was das überhaupt ist. Also erstmal, es gibt ja auch noch Leute, die kennen die herkömmlichen Videos nicht. Mein normaler Hula Hoop sieht so aus. This one, also das ist, den habe ich schon ganz, ganz lange. Das ist ein ganz normaler Hula Hoop Reifen. Der wiegt 1,2 Kilo. Mit diesem habe ich auch zwei Videos, glaube ich, gedreht. Also das ist für mich das perfekte Gewicht. Aber wie gesagt, es gibt halt genug Leute, denen liegt das einfach nicht. Und genau für diesen Fall, ich muss ein bisschen schmunzeln darüber, für diesen Fall gibt es den Smart Hoop. Es sieht ein bisschen aus wie irgendwas aus dem Weltall, ich weiß es nicht und ich finde, es sieht auch nicht schön aus. Aber, wo steht's hier? The Smart, hier, Hula Hoop that won't fall. Also ein Hula Hoop, der nicht fallen kann. Für die Leute, die da eben ein bisschen Unterstützung brauchen. Und ich teste das jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht so richtig, mit wie viel Kilo der vergleichbar ist, aber das ist jetzt, glaube ich, also da gab es auch keine Auswahlmöglichkeit. Ich denke, ich finde diese Kugel so albern, aber gut, pack das jetzt mal aus und dann teste ich das 30 Tage für euch. Ich glaube, ich bleibe bei 30 Minuten, weil das jetzt einfach so, das macht mir einfach Spaß. 30 Minuten Hula Hoop vom Fernseher. Ich hoffe, der ist nicht zu laut, dass, wenn ich das abends mache, hier irgendwie die Kinder wach werden oder so. Aber das testen wir jetzt einfach mal gemeinsam. Ihr wisst, ich bin immer ehrlich zu euch. Ja, ich muss mir ja auch nichts ausdenken. Deswegen darf ich auch gern ehrlich zu euch sagen, dass es ganz schöner Plastikscheiß ist. Aber ich glaube, das ist effektiv. Die Kugel, die da dran ist, die ist so schwer, dass ich mir vorstellen kann, dass das tatsächlich sehr, sehr effektiv ist. Und zumindest funktioniert es, also ist es einfach in der Handhabe recht leicht verständlich. Man kann das einstellen. Ich habe das jetzt auf meinen Bauchumfang eingestellt. Übrigens Bauchumfang, wir müssen gleich auch noch die Maße nehmen. Und dann macht man sich das rum. Das machen wir gleich einfach zusammen das erste Mal. Ich habe es noch nicht ausprobiert und dann schwingt man die Kugel. Da muss man aber aufpassen, dass bitte keine Kinder oder irgendwie Tiere um einen herum sind, weil wenn du das Ding vor den Kopf kriegst, nicht so geil. Ich habe ja schon immer, wenn ich hier mit meinem normalen Hula Hoop meine 30 Minuten gemacht habe, bei den Kindern immer gesagt, bitte nicht so nah dran vorbeilaufen. Das will keiner an den Kopf kriegen. Kein Video, keine Challenge ohne mein wunderbares Maßband. Übrigens, ich möchte ganz kurz einen kleinen Funfact mit reinwerfen. Dieses Maßband hatte meine Mutter schon, als ich noch nicht auf der Welt war. Just saying. Ich messe wieder natürlich Unterbauch und Oberbauch. Ich fange mal mit dem Unterbauch an. Ich habe auch heute wieder ein Mikrofon um, das natürlich auch ein bisschen Kabel mitbringt. Das rechnen wir aber ein und das habe ich auch am Endtag wieder um. Von daher ist es, rechnen wir das jetzt einfach so, wie es kommt. Wir haben 84 84 cm unterm Tattoo. Das ist immer so mein Maß. 69 cm, also ich gehe immer von dem, wo die Platte drauf liegt, 69 cm über dem Tattoo. Und einfach der Vollständigkeit halber möchte ich natürlich auch noch meinen Schenkel messen. Sind wir wieder eine Handbreit unterm Schambein. 55 cm. Jetzt kommt der erste Live-Test. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht drum gehabt. Das ist echt flexibel. Ich habe echt ein bisschen, also super schwer auf jeden Fall. Und es ist bestimmt ganz kalt. Oh Gott, ja. Das wird hier einfach eingehakt.
bescheuert. Entschuldigung. Wir haben gerade festgestellt, dass es hier auch noch eine Klammer gibt, mit der man das natürlich wesentlich leichter aufmachen kann. Ich fühle mich auch nur ganz, ganz leicht wie eine Presswurst, weil einfach diese Noppel alles zusammendrücken. Sieht man das? Kannst du mal herkommen? Einfach alles zusammendrücken, was da ist. Aber gut, für mich ist es ja trotzdem effektiv. You ready for this? Also es ist schon ein bisschen lauter, als ich es erhofft habe, aber eigentlich war es klar. Plastik auf Plastik in der Bewegung. Aber es ist super easy, es kann nicht runterfallen. Und man kann es wirklich so nebenbei machen. Also Kopfhörer rein, Handy in die Hand, perfecto mexo. Tage sind vorbei und ich wette, ihr seid genauso gespannt wie ich am Anfang auf mein Fazit heute. Ich kann euch sagen, die letzten 30 Tage waren definitiv interessant und nervenaufreibend, weil ihr werdet es nicht glauben, die Hula Hoop Liebhaberin Nummer 1, ja, ich mache das ja wirklich schon lange und ich mache das auch gut und ich meine, dass ich das echt beherrsche. Ich komme nicht klar damit. Es ist anders. Es ist machbar, aber man muss sich wesentlich mehr darauf konzentrieren. Es kann natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein, aber ich muss sagen, ich habe es nur in eine Richtung hinbekommen. Ich denke, dass es auch da eine Übungssache ist und ich hätte niemals gedacht, dass ich mal so eine Herausforderung habe. Das klingt total blöd, aber ja, ich bin davon ausgegangen, dass ich das mit links mache. Aber gut, war nicht so, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Der Smart Hula Hoop ist definitiv nochmal was anderes als das normale Hula Hoopen. Was ich richtig cool finde, ist, dass man dafür nicht so viel Platz braucht. Wir haben ja jetzt, sieht man ja vielleicht im Hintergrund auch, wir haben jetzt einen Sessel hier zu stehen. Darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht, als ich den gekauft habe. Hey, ich habe jetzt gar keinen Platz mehr für meinen normalen Hula Hoop. Und das war sehr von Vorteil jetzt, dass der Smart Hula Hoop einfach einen anderen Platz nur braucht. Und der ist sehr laut. Ich muss da einfach ehrlich zu euch sein, das hat mich sehr gestört. Aber er ist definitiv eine Alternative für die Menschen, denen der Hula Hoop runterfällt. Also die Garantie, der Hula Hoop, der nicht, was stand auf dem Karton, der nicht fallen kann, das wird gehalten. Ja, also du kannst definitiv ordentlich Ergebnisse erzielen. Ich denke, bei mir ist jetzt rein vom Maßband nicht so viel passiert. Ich habe meine 30 Minuten durchgezogen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist in den Aufnahmen. Ich habe den Hula Hoop ein bisschen weiter unten getragen, weil ich ein bisschen gucken wollte, ob es mit dem Unterbauch, ob es da was wird, aber ich denke, hier oben ergibt der einfach mehr Sinn. Da muss er auch sehr eng sein. Ich habe auch öfter jetzt das Feedback bekommen, wenn ich es auf Instagram gezeigt habe. Wenn ihr mir da noch nicht folgt, dann tut das bitte auch mal. Dass der einfach zu locker sitzt bei mir. Das sah nur so aus, weil ich den wirklich dann immer runtergeschoben habe und quasi auf den Hüftknochen gehulert habe. Ich will euch was zeigen. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Nach 30 Tagen ist das gekommen. Kann mir das einer erklären? Kann mir einer sagen, wie das? Es tut nicht weh oder so, aber ich. Hä? Nach 30 Tagen? Really?
wollen wir mal das Maßband sprechen lassen. Das gehört jetzt einfach schon zum guten Ton. Ich habe natürlich auch wieder einen intelligenten Zettel. Ich habe unten angefangen, da hatte ich 84 cm. Was sagst du rein optisch? Ist irgendwas passiert jetzt in einem Monat? Nee, ich sah schon immer so toll aus. So. Achso, was hatten wir denn da gesagt mit dem Mikro? Haben wir einfach so gemacht. Das sind stabile 84 cm, also ich würde sagen, da hat sich einfach nichts getan. Es sieht genauso aus wie vorher. Oben hatten wir 69. Oder sind wir aber dann schon so ein bisschen, ja, obwohl ich hier gehulert habe, wie auch immer das passiert ist. Aber so ein bisschen, ja. Das ist aber auch immer tagesabhängig, da würde ich jetzt nicht allzu viel drauf geben. Und der Schenkel, mal wieder eine Handbreit unterm Schambein. War bei 55, immer bei stabilen 56 cm. Auch das ist ja immer tagesabhängig und das, also da würde ich mir jetzt auch, wenn ich an eurer Stelle wäre, auch gar keine Gedanken machen. Wenn ihr das mit dem Smart Hulan oder auch das normale Hulan ausprobieren wollt, würde ich mich jetzt von diesen Ergebnissen nicht beeinflussen lassen, denn schaut euch mal die vorherigen Challenges an, dann könnt ihr wirklich, seht ihr schwarz auf weiß, dass das einfach auch wirklich sinnvoll ist, was bringt, eine extra Bewegung ins Leben bringt, in den Alltag bringt und vor allem auch immer integrierbar ist. Also man muss nirgendwo hinfahren, man muss ich nicht extra umziehen, man kann das allein machen, man kann es mit Freunden zusammen, mit Freunden im Park, keine Ahnung was machen. Ich verlinke euch daher mal einen Smart Hoop in der Infobox, aber auch einen Hula Hoop, den ihr dann, mit dem ihr einfach ausprobieren könnt, was euch besser gefällt. Ich danke euch auch fürs Zuschauen bei dieser Challenge. Das ist mittlerweile ja schon eine richtige Instanz hier auf dem Kanal geworden. Und wenn euch etwas einfällt, welche Challenge ich mal machen kann, ich habe mir vorgenommen, jetzt jeden Monat eine Challenge zu machen, dann lasst mir unbedingt mal einen Kommentar in den Kommentaren da und schreibt mir mal, woran ihr interessiert seid. Es müssen nicht immer sportliche Aktivitäten sein. Vielleicht interessiert euch ja irgendwas in Richtung 30 Tage ohne Zucker, ohne Fleisch, vielleicht 30 Tage unfreundlich sein oder irgendwas Lustiges. Lasst einfach mal euren Input in den Kommentaren da. Ich freue mich und bedanke mich. Bis zum nächsten Mal.